Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und wir sind immer noch im Wald. Letzte Folge haben wir aber endlich den Empfänger für die Schmiedin gefunden. Und können nun direkt, wo wir sind, Sachen herstellen. So, jetzt erhöhe ich aber erstmal die Gesundheit. Oh, die wird ja fast vollständig aufgefüllt. Gut. Und öffnen wir mal die Truhe hier. Warme Brezel. 120 Gesundheit. Schön. Sieht weit besser aus, als sie schmeckt. Das Schlimme, sie sieht ziemlich übel aus. Tödliche Leckerei. Ne, ich glaube, die verkaufe ich lieber, als dass ich sie nehme. Die ist 600 Goldmünzen wert. Verrückt bin ich auch nicht. Aber ich habe den Schlüssel wieder bekommen, den ich gerade für diese Truhe verbraucht habe. Für einen Wald sieht es hier aber ziemlich gebirgig aus. Ja. Look. Oh. We may still be able to save the others. Let's hurry. Ja, da hat Ara recht. Gucken wir, dass wir die restlichen Leute noch retten können. Wow. Hallo, Freunde. Tschüss, Freunde. Au. Weg mit dir, bevor du mich wieder zu Tode blitzt. Händler? I am here to serve. Hat Kakao und Sushi. Und tödliche Leckerei, die wollte ich ja verkaufen. Plus 1 Gesundheit. Heilt Verstummung. Brauchen wir nicht so unbedingt. Haben wir noch was, was wir verkaufen können? Ja, das hier. Kraftsalbe. Gegenstände wollen wir nicht unbedingt verkaufen. Was Neues hier haben wir auch nicht. Thank you. Ja. Schön Geschäfte zu machen. Was auch immer ich da gerade... Einen Schlüssel habe ich darauf gesammelt. Wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt aber Geschosse ab. Das ist mir irgendwie lieber, als euch im Nahkampf zu... als von euch im Nahkampf geblitzt zu werden. Ich glaube, das sind eh solche Gegner, die man effektiver im Fernkampf besiegt. Ach, ich hätte gerne mal eine neue Fähigkeit für Fidget. So, genau. Vor allem, wenn ihr mehrere seid. Speicherpunkt. Und eine Bombe. Okay, jetzt geht's in die hohen Lüfte hinaus. Das bedeutet wieder diese Avis oder wie sie heißen, Avis zu bekämpfen. Und wir haben den Bauplan für so einen Kindertalisman bekommen. Ich würde die Baupläne ja liebend gern verkaufen. Genau, fliegt in die Bombe. Und in die nächste auch gleich. Das war jetzt lustig. Sieht hier schon wieder so cool aus. Vor allem diese freien Gebiete. Feuer. Oh. Da sagst du was. We don't have time to wait for it to die out. There's got to be another way around. Staubsturm?
Nö. Ach, nebenbei, was ich vergessen hatte. Mission. Wir haben ja eine neue Sache gefunden. Die Klippe. Die Worte sind nur schwer verständlich, aber es scheint zu sagen, reise hoch in den Norden, weit weg von diesem Ort. Warte auf den höchsten Gipfel der Schwarzmoorberge auf die Seele, die einen roten Kristall bringt. Hm. Au. Okay, das hätte ich bedenken können, dass das schief geht. So. Da brauchen wir mal die restlichen Nüsse, um uns hochzuheilen. Und da kommen wir nur mit Bombenfrucht hoch, hä? Wo finden wir eine Bombenfrucht? Was zum... Nein, so kommen wir da definitiv nicht durch. Wir können doch nicht Bombenfrüchte von der anderen Seite mitnehmen, oder? Au. Da, jetzt kriegt ihr mal böse Geschosse ab. Und auf den Boden schleudern und so. Können wir dich mitnehmen? Tatsache, wir können dich mitnehmen. Fang bitte nicht an zu ticken. So. Gut. Notiz, Feuer und Staub. Wir haben bereits 10 Wächter an diese Monster verloren. Es bombardiert uns ohne Unterlass mit grünen Flammen. Es scheint fast, als hätten sie einen eigenen Willen. Aber dann fegte plötzlich ein Windsturz durchs Dorf und die Flammen verschwanden. Das hat die Angriffe der Kreatur kurz unterbrochen, lange genug, dass ich entkommen konnte. Wenn wir uns doch nur die Kraft eines Sturms zunutze machen könnten. Ja, können wir. Ich habe den Staubsturm. Gilt der auch? Rushing below. Oh, Wasserfall freigesetzt. Ja, Fidget. Bessere Idee. So. Oh, Gegner. Wo kommt ihr auf einmal hier? Kaum lösche ich das Feuer, tauchen Gegner auf. Wow, vor allem so große. So. Ja. Du hast keine Chance mehr gegen mich, Riese. Deine Schreckenstage sind vorbei, denen du dich getötet hast. Leere Flasche. Haufen Geld. Und hoch. Ja, genau, jetzt sind wir hier oben. Und selbst mit Unterstützung kannst du nicht gegen mich anriesen. So. Weg mit dir. Ja, genau, töte deine eigenen Kumpels. Hier würde es auch nach oben gehen, aber wir wollen weiter. Grubenheim. Perfekter Ort, mal zu speichern, würde ich sagen. So. Händler. Ah, hello. Hast du was Interessantes für uns außer Happen? Heilt das Doppelte, kostet auch das Doppelte. Heilt 80.
Sicherheit 60. Die sind auf jeden Fall etwas günstiger. Die dann etwas teurer. Aber wir haben auch genug. Deswegen gehen wir einfach weiter. Mal sehen, was uns hier in Grubenheim erwartet. Außer Tod. Ich auch nicht, Fidget. We've made it this far, Fidget. Stay close to me and you'll be fine. What do you see, Yara? Anything? Another enemy stands before you. But this one. Yeah. What is it, Yara? Such hatred. Be careful, Dust. Okay, Yara kann den Hass im Feind spüren. Oh, wer bist du? Du siehst komisch aus. So, you've come. Ja. What have you done? You murdered all these innocent people. Okay, das ist der Feuerspucker. You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. Diese Monster oder was? Your children? You're talking about those monsters back there? Who are you? Das würde ich auch gern wissen. So, you don't remember my name. Rest assured, my friend. This time, you will not so easily forget it. Okay, jemand aus das Vergangenheit. Come. I don't care what your name is. You're no different than those monsters I fought before. And like them, you will fall to my blade. Okay, das ist angepisst. You are the only monster here, puppet. As I turn your bones to char, your final thought will be that Fuse was victorious. Now die! Also er ist Fuse und er will uns töten. Okay, die grünen Flammen können wir wegwirbeln. Alles andere nicht. Wir sollten uns mal heilen. Okay, wenn er nicht gerade mehrere Phasen hat, ist er eigentlich ziemlich einfach. So, einmal ordentlich Feuer. Und die grünen Flammen weg. Schleudern. Oh, jetzt macht er Flammensäulen. Okay, das ist schon ein bisschen heftiger. Aber das war's dann wohl auch mit ihm, hä? The lights of Elysium shine upon me. Tolle letzte Sterbesotze. But can they reach the darkness within you? I have come to my end. Allerdings. What are you? Das würde ich auch gern wissen. Among the last of a dying breed, a once proud race, extinguished by your hands. Okay, wir kennen jetzt etwas aus das Vergangenheit. My hands? You and your warm-blooded kin. We moonbloods were outcast, scattered to the wind. You and others like you, they came to my village, killed my family. Okay. I can't remember. There is sadness in your eyes, but it is not guilt. It is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Okay, das ist hart. Perhaps that is for the best.
He led you and your fellow assassins into battle. Okay, wir wissen jetzt, wer uns damals angeführt hat. Assassins. Und wir waren Mörder. He even murdered his own kind. Our greatest allies amongst the Warmbloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. Ja, wer denn? She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows? Who sees? My vision has left me. I return now to the life thread and to my brethren. Okay. No, no, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. Oh ja. Asche zu Asche, Staub zu Staub. We did it. Ja, bevor wir hier jetzt weitermachen, mache ich erstmal wieder einen kleinen Cut, da wir schon über die 15 Minuten drüber sind. Also bis gleich.